Es ist endlich soweit. Aerosul veröffentlicht sein erstes Aerosul Comic Adventure. In jeder Buchhandlung und online überall erhältlich. Übrigens auch in Österreich und der Schweiz. Was eine lange Treppe, die wir hier runtersteppen. Ich habe sogar das Gefühl, dass mein Kopf sich dreht. Und damit einen wunderschönen guten Tag. Willkommen wieder zurück zur neuen Folge mit mir, dem Resolute G, und mit Lars. Hi. Und ohne mich. Yeah. Yeah. Wir müssen heute hier eine ganz besondere Geisterstadt aufbauen. Lars, ich brauche dich dafür nämlich. Du musst nämlich mit mir kommen, denn ich gebe dir heute einen Beruf. Ein Beruf, der sehr, sehr viel Verantwortung benötigt. Und die musst du heute mit sich bringen, okay? Okay. Und zwar, du darfst nämlich heute einen Knopf drücken. Und zwar was? Die ganze Zeit. Deswegen habe ich dich heute mitgenommen. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Guck mal, der Baum sieht aus wie aus Lakritz. Aber siehst, ich glaube, irgendwann kann ich mir eine neue Arbeitskraft leisten, die dann für dich den Knopf drückt. Dann kannst du mit mir was anderes Cooles machen. Aber zuerst musst du wahrscheinlich mit mir dieses riesige Tycoon-Ding hier bauen, weil das ist übrigens einer der größten Tycoons. Guck mal, dieses Tor da, das sieht so aus, als ob das irgendwelche Monster verschlingt. Aber darum wird es nämlich auch gehen. Heute werden wir nämlich Monster produzieren. Ist es nicht, das Burning Crusade-Tor? Das, oh mein Gott. Das ist das Burning Crusade-Tor. World of Warcraft. Ist es wirklich? Ja. Das ist echt? So, Lars, du musst mal kurz herkommen. Du musst mal kurz was für mich testen. Guck mal, nein! Guck mal, guck mal! Lars! Ciao! Ich weiß, was passiert denn, wenn man da durchgeht? Keine Ahnung, ich probier's mal aus. Probier's ciao! Mal aus. Bist du gestorben? Nö. Oh, ich möchte auch mal reingehen. Ui! Alter, das sieht schon cool aus. Da steckt man dann irgendwie fest. So ein bisschen. Oh mein Gott, es hat mich hinten sogar rausgespuckt gerade. Ich schwör dich, ich habe wie so eine Dreher. Wow, da sind auf einmal voll die viele Partikel gewesen. Das ist okay, einfach wirklich jetzt, komm mal. Das Burning Crusade. Lars, du musst jetzt aber hier arbeiten. Komm her. Ja. Pass auf. So. Du läufst einfach auf dem Laufband so, gell? Einfach entgegen. Okay. Versuch mal, diesen gelben Knopf hier zu drücken. Da sollten dann so Pakete rauskommen. Funktioniert das? Ja. Okay, Lars, die ganze Zeit drücken, okay? Nonstop das Ding drücken und ich sack das Geld ein. So, pass auf. Ich glaube, ich mache das sogar so, dass ich vielleicht mir ein paar kleine Dings hole. Oh mein Gott, man kann sich hier ein Flying Carpet holen. Dann kann man hier vielleicht ein bisschen herumfliegen. Hoffentlich funktioniert der hier. Warte. Du sollst das Geld einkassieren, ja, bis du dir einen neuen leisten kannst. Hast du mich verstanden? Hä, ich habe mir diesen Flying Carpet einfach geholt und jetzt habe ich den einfach nicht. Guck mal, oh Mann, typischer, Onguard. Typischer Roblox-Scam. So, also ich kann hier nochmal was kaufen. Und zwar, ich kann einen Friedhof kaufen. Ich habe einen Friedhof gekauft, Alter. Willst du hier liegen? Willst du ein Grab hier reservieren, Lars? Wenn du das mal sehr nett, danke schön. Der Arbeit. Wenn du tot umgefallen bist von der Arbeit, kannst du auf meinem Grab chillen. Es laggt. So, echt, laggt's bei dir? Ja. Jetzt. Oh mein Gott, wie viele Pakete da auf einmal kamen. Das waren echt viele Pakete. So, ich habe mir jetzt ein bisschen Geld geholt und jetzt kann ich ein bisschen was ausbauen. So, ich kaufe erstmal einen Geist. Ah, und der Geist hilft dir jetzt beim Arbeiten. Nein, tut er nicht. Doch, tut er. So, Alter! Junge, guck dir das mal an. Ich habe einfach einen riesigen Koffer gekauft. Alter. Papier. Oh, lol, da ist einfach ein Paket rausgefallen gerade. Alter, das sind richtig viele Pakete. Lars, mehr produzieren! Du darfst nicht aufhören. Ich habe jetzt einen Weg weiterhin gekauft. Okay. Dann kaufe ich hier noch einen Vampir. Oh, der Vampir produziert jetzt auch mit dir. Und ich kann einen zweiten Friedhof machen. Alter. Oh, hey, guck mal. Der zweite Friedhof. Der Vampir fliegt einfach so. Guck mal. Papierstau. Papierstau. Ah, warte, ich muss den Papierstau kurz lösen. So, okay, ich habe ihn gelöst. Okay, jetzt habe ich hier nochmal 300. Weiter drücken, Lars. Immer drücken. So, dann haben wir das alles. Ich kann mal kurz in den zweiten Friedhof gehen und mal gucken, ob ich da vielleicht noch eine weitere Produktionsstätte kaufen kann. Und es sieht so aus, als ob ich hier ein paar Gräber gekauft habe. Ey, ich kann mir einen glücklichen Geist kaufen. Ja, ein glücklicher Geist. Warte, der kostet mich 600. Oh, der sieht ja wirklich glücklich aus. Der sieht glücklicher aus als du, Lars. Lars muss hier einfach die ganze Zeit diesen Knopf drücken. Kein Bock mehr. Doch, Lars, du musst ihn drücken, weil sonst haben wir kein Geld mehr. Sonst funktioniert das ja alles nicht mehr. Ich streike jetzt. Nein. Für mehr Geld für die Knopfdrücker. Mehr Geld für die Knopfdrücker. Ich kaufe jetzt hier einen Geistergraben. Ja, habe ich jetzt auch gekauft. Jetzt kann ich hier auch... Oh, ich kann hier auch ein Haus von einer Hexe kaufen. Warte. Wow! Das ist von dir. Das sieht voll cool aus, das Hexenhaus. Junge! Alter, da ist sogar ein riesiges Lagerfeuer drin. Lars, ich wünschte, du könntest das sehen, aber du musst leider den Knopf drücken.
Ich kaufe jetzt noch einen magischen Cauldron. Der ist da drinnen wahrscheinlich jetzt. Ja, man stech kann dich jetzt einmal ab. Wo bist du? Nein, lass du. Tausend. Nein, lass nimm das Messer weg. Du darfst das nicht. Ich bin sowas wie dein Bratmeister. Ich kann nicht mehr. Jahrelang drücke ich diesen Knopf. Nein, bitte. Drück ihn noch ein bisschen. Krieg ich ein bisschen mehr Geld? Ja, du kriegst ein bisschen mehr Geld. Ich kauf doch schon die. Ja, guck mal, ich hab. Oh, Junge, guck dir mal den Geist an. Guck mal, dieser Grüne da. Der sieht, sieht cool aus. Der sieht bisschen wie Casper. Ja, Casper, der Geist. Super. Dann warte mal. Junge, wie viel wird denn jetzt hier produziert? Ja, wir produzieren richtig gut inzwischen. Ich habe sogar jetzt schon eine Wand gekauft. Boah, Alter! Das Geld fliegt teilweise einfach so aus dem Kasten da raus. Boah, ich habe uns eine riesige Wand gekauft außenrum. Junge, heftig. So, oh, ich kann mir einen Haustierladen kaufen. Alter, der sieht ja übercool aus. Und guck mal, Papierstau. Junge. Hast wieder Papierstau. Drück aufs Knöpfchen, Lars. So, kauf noch. Hey, Junge. Ich muss hier das Haus noch upgraden. Oh Gott, es gibt so viel zum Upgraden, Lars. Das ist so krass. So, buy Skeleton Grave nochmal. Oh Junge, hier gibt es ja auch nochmal richtig viel. Also ich habe hier einen gesamten Friedhof für dich ausgebaut. Da kannst du dich dann in Ruhe reinlegen, Lars. So, danke, Mann. Ich kaufe auch alle Wände so. Oh, Alter, wir haben inzwischen voll... Zoom mal raus und guck dir das mal an, Lars. Das ist... Ich habe jetzt sogar eine Owner Door gekauft. Und ich kann uns eine riesige Uhr kaufen. Alter, wir haben den Big Ben jetzt einfach. Also ich möchte mindestens 40% von den Einnahmen. So. Lars, du musst dir das... Guck mal hinter dich. Wir haben einfach einen riesigen Uhrenturm. Ach, da lol. Stehen. Das ist echt der Big Ben, ne? Das ist der Big Ben einfach. Oh, ich kann mir jetzt das Skeleton... Gibt es auch eigentlich einen Small Ben? Ein Small Ben ist dann so eine kleine Taschenuhr, gell? Ey, ich habe jetzt noch ein lustiges Skelett gekauft. Okay, es sieht nicht lustig aus, aber es arbeitet zumindest. Juhu! Lustiges Skelett. Oh, das sieht aber echt lustig aus. Ach, Alter, wenn man zu schnell draufdrückt, dann macht das immer Papierstau, ne? Ja. Hey, wenn man... Aber ist es so, desto schneller du da drauf drückst, desto mehr kommt auf einmal? Nee, nicht so viel mehr. Aber guck, jetzt drücke ich zum Beispiel richtig... Hast du einen Autoklicker eigentlich? Very fast, ja. Nee, hab ich nicht. Ich hab nämlich einen Autoklicker. Soll ich das mal ausprobieren? Ah, ach so, deswegen... Cheats. Cheats, das Roman. Das ist so ein bisschen wie Cheats, ja. Dann kann ich sie super schnell drücken. Soll ich es mal ausprobieren? Ja. Ich probier's mal aus. Ich mach dann 80 Klicks die Sekunde. Mach mal 80. Oh mein Gott. Es staut sich ein bisschen, aber es funktioniert ganz gut eigentlich. Also, es funktioniert gar nicht mal so schlecht. Alter, das sind so viele, die kommen ja gar nicht. Lass, ist es schneller als bei dir? Ja. Soll ich mal noch mehr Klicks einstellen? Ich kann mal 300 Klicks die Sekunde einstellen. Okay, Junge. Das ist jetzt 300 Klicks die Sekunde. Guck, ich produziere viel, viel schneller als du, Lars. Ja, siehst toll. Du das? So arbeitet man richtig. Alter, guck mal, diese Pakete, die rasten richtig aus, ey. So, Lars, aber drück jetzt weiter bitte aufs Knöpfchen. Das Geld einsacken, das ist meine Aufgabe. Oh Mann, das funktioniert gar nicht. Pass auf, ich kaufe uns noch ein bisschen. Kannst du nicht mehr Dings einstellen? Kannst du nicht einfach an anderen hier hinstellen? Nee, geht ja nicht. Ich stelle ja schon andere hin. Ich habe hier schon, ich kaufe schon so viel ich kann, Lars. Ich baue schon das Hexenhaus aus oder sowas. Wir müssen das gemeinsam schaffen. So. Schlechter Chef. Schlechter Chef. Also, pass auf, hör mir zu, Geist. Wir werden uns jetzt gegen Roman aufdingsen, okay? Nein, dürft ihr nicht. Ich habe euch sogar hier Lichter gekauft. Oh mein Gott. Hast mich getötet. Ich hab dich aber abgestecht. Lass, du darfst deinen Chef nicht töten. Du musst immer weiter an die... Alter, ich bin irgendwo gespawnt. Ich hab nichts gemacht. Das war nur ein böser Traum. Okay, das deaktivieren. So, jetzt kann ich durchgehen und wieder zumachen. Okay, perfekt. Lars, drückst du den Knopf? Ich bin nicht da. Du darfst mich nicht mehr töten. Du darfst nicht mehr. Wir können uns übrigens auch ein Haustier kaufen. Ist er wieder, ne, zurück? Alter, ich kaufe hier gerade ein Dings frei. Man kann sich so Haustiere und sowas holen. Alter, hier kann man sich auch einen Stand holen. Es gibt so viel, was man sich hier holen kann. Lars, wie viel Geld hast du inzwischen eingenommen? Wie viel Geld haben wir? 6.000 nur? Wir brauchen viel mehr. Warte mal, ich guck mal, wie viel kosten 1,2 Millionen? Was heißt hier 6.000 nur? Ich stehe hier die ganze Zeit und drück den Knöpfchen. Hier 500.000. Okay, weißt du was? Ich kaufe mir jetzt einfach 1,2 Millionen und wir schalten das jetzt einfach alles frei. So, ich schalte jetzt alles frei. Lars, kannst aufhören zu arbeiten. Ich habe Dings ausgesorgt gerade. in Roblox. Hier, ich kann mir jetzt hier diesen Eulenstand fertig kaufen. Da kann man sich Eulen kaufen. Und ich kann hier auch noch den Pet Shop fertig machen. Lars, komm mal zum Pet Shop.
Alter, guck mal hier, 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 jetzt, hier, hier. Guck, guck, was, guck, guck. Was, 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 was? Ich mach hier gerade so übelst den Dings. Ah, verdammt, jetzt ist es jetzt schon weg. Den Papier. Oh nein! Okay, ich muss dir. Komm mit mir. Hier, lass mal lieber die Haustiere an. Man kann sich hier gleich Haustiere kaufen. Stech dich ab! Wo bist aber du? Komischerweise erscheinen die. Ah doch, guck mal! Hier sind die Haustiere. Süße kleine Halloween-Haustiere. Ach da, süß. Oh, gell? Die sind aber süß. Was soll warum das darstellen? Ist es hier eigentlich so ultra dunkel? Warum ist hier kein Licht drin? Ich habe, obwohl ich alles freigeschaltet habe. Ich werde jetzt den Big Ben freischalten. Lars, nein, nicht töten, sonst muss ich wieder von Anfang an anfangen. Lars, komm, ich habe eine Idee, was ich für dich mache. Oh, hey, hier ist einfach ein Geist. Komm mal in den Big Ben rein. Hier ist Dings. Hier sind so Zahnräder auf dem Boden. Oh, Junge, das sieht voll cool aus. Hier kann man noch so hochlaufen. Und warum heißt er eigentlich Big Ben? Warum nennt er sich nicht eigentlich Big Lars oder Big Tobi? Wow, ich bin ein Uhrwerk vom Big Ben. Warte, ich komme auch kurz hoch. Yo, das sieht richtig cool aus hier drin. Das musst du dir unbedingt mal ansehen. Guck mal, geh mal da hoch. Ich kaufe dir jetzt erstmal ein Haus frei. Komm, Lars, du wohnst direkt neben dem Big Ben. Friedhof. Hier, das ist dein Haus. Das habe ich dir jetzt gerade gekauft. Lars, zieh jetzt da ein. Das ist dein Haus. Okay. Du guck dir dein Haus an. Wie findest du es? Alter, das ist richtig teuer, wenn ich das hier alles freischalten möchte. Also, ich wünsche mir Totenköpfe, dann, Passt. Lol. Wo sind die Totenköpfe? Wo sind die? Hey, das erscheint alles gar nicht. Die meisten Sachen erscheinen gar nicht, wenn man, oder? Oder ist es draußen erschienen? Happy Halloween. Ey, ich kann hier aber eine Schule kaufen. Komm, Lars, ich baue dir mal eine Schule, damit du hier zur Schule gehen kannst. Guck, damit ich schlauer werde. Ja, da kannst du dann reingehen, hier kannst du dann zur Schule gehen. Und hier hast du ein Alien. Das erscheint alles gar nicht hier drin. Das mach mal einen Clown. Ist nicht fertig. Glaubst du, der Clown funktioniert? Nee, Mann, das. Ah, ich gebe hier einfach nur die ganze Zeit wahllos Geld aus. Alter, doch! Da hinten ist der Clown. Ach, da, Tatsache. Und hier sind noch die Alis. Okay, pass auf, ich kaufe jetzt noch einen Unfall. Die Alis. Ich habe jetzt noch einen Werwolf und den Robo-Blockstein gekauft. So. Lol, der Robo-Blockstein sieht total kacke aus. Alter, sind hier viele Sachen. Soll ich mal das Super-Magier-Haus freischalten? Guck mal, das ist hier. Das Super-Magier-Haus. Sieht genauso aus wie die anderen auch. Ja, aber das hat andere Leute da stehen. So, ich kann mir einen Mutanten. Alter, 30.000 hat der gekostet. Junge! Super-Statue Level 1 und Level 2. Wo ist die Super-Statue überhaupt? Dieser Riesenzombie hier einfach, lol. Alter, was? Soll ich ihn noch größer machen, den Riesenzombie? Geht es? Ja, ich glaube schon. Es gibt noch ein Level 3. Ah, hier sind auch die Tötenköpfe. Super Level 3. Okay, ich hab's gekauft. Ist er noch größer geworden? Nee. Nee? Wo ist der? Okay, dann höre ich lieber auf, weil das ist teuer. So, kann man hier beim Clown was machen oder hat der drück so weiter den Knöpfchen. Ah, was? Oh mein Gott. Ich bin gegen den Clown gelaufen. Er hat mich umgebracht. So, jetzt gucke ich mir das Ganze mal von alleine, von außen mal hier wieder an. Ich mache hier wieder auf und wieder zu. So. Jetzt haben wir hier Geister, den Riesenzombie, dann haben wir hier unsere eigenen kleinen Brunnen, dann haben wir hier Aliens. Lars, bist du am Arbeiten? Perfekt. Ich bin am Machen. Lars ist an seinem Arbeitsplatz, das ist sehr gut. Dann warte mal, hier drinnen in diesem Big Ben Ding, da habe ich glaube ich schon alles freigeschaltet. So, die Schule hier in diesem Ding, hier habe ich noch nicht alle gekauft, deswegen gehe ich dann nochmal kurz rein und kaufe hier nochmal kurz alle Lampen und sowas. So, alles gekauft. Und dann dürfte... Oh, Alter! Ich habe einen riesigen Brunnen und Lampen und Frankenstein freigekauft. Oh, das sieht voll cool aus hier alles. Oh, und Bänke haben wir jetzt Frankenstein. Auch. Lars, wir müssen hier mal demnächst... Oh, man kann sich sogar auf die Bänke draufsetzen. Oh, das ist richtig cool. So, dann gehe ich mal hier weiter. Dann haben wir hier nochmal einen weiteren wunderschönen Friedhof. Bei den UFOs kann man, glaube ich, nicht rein. Aber ich muss jetzt noch mehr Wege kaufen. Müssen doch noch mehr freischalten, aber ich finde keine Knöpfe mehr. Oh, Alter, hier ist ein Werwolf in so einer riesigen Höhle, aber ich gehe da mal nicht hin, weil der frisst mich bestimmt wieder auf. Irgendwie habe ich das Gefühl, alles in meiner eigenen Tycoon bringt mich um. Aber ich kann, ey, Lars, oha, wir haben 16.000 nochmal. Ich kaufe jetzt noch einen Zombie, der kann auch produzieren. Oh, der Zombie sieht, dem seine Hand ist einfach abgegangen. Naja, egal, er kann arbeiten. Ah. Drück drauf, Lars, drück aufs Knöpfchen. So, ich bin dabei. Oh, da kann ich mir nochmal was kaufen. Hier ist ein Reaper-Head. Junge, mein Finger tut schon weh. Der Finger tut schon weh. Oh, ich habe jetzt dir den Kopf vom Reaper gekauft. Jetzt hat die Statue hier auch so einen Kopf. Super Sache. Der Friedhof scheint zu gedeihen und gut auszusehen. Ich gucke gerade... Oh, da hinten ist noch ein Lagerfeuer, was ich freigekauft habe. Ich gehe aber nochmal kurz zur Hexe rein. Schau, ob ich bei der Hexe was vergessen habe. Nee, die Hexe ist fertig. Oh Gott, das ist so schwer hier was zu finden. Glaubst du... Ah, da. Oh, ich kann den... Oh mein Gott, hier steht dran. Release the Reaper. Lars, guck mal auf den Friedhof hier links. Was?
Ich glaube, ich habe irgendwas gemacht. Release the Reaper habe ich gerade gekauft. Für 2500. Und man kann sich jetzt... Man kann hier so viel machen, das ist krass. Alter, mega. Ich kann jetzt auch hier ein magisches... Oh, ich habe ein magisches Land gekauft. Wo soll das denn sein? Oh mein Gott, das ist eine neue Produktionsstätte, Lars. Oh nice, ich muss nicht mehr arbeiten. Lars, du musst nie wieder arbeiten. Juhu! Was? Wie viel haben die denn hier gebaut? Soll ich mal gucken, ob ich hier was Neues freischalten? Hä, wo kann ich denn hier was Neues freischalten? Oh, da! Warte, oh Gott. Das ist doch auch so eine Linie. Tatsache. Oh, ich kann einen Berg kaufen. Soll ich mal einen Berg kaufen, Lars? Da fehlt der Kopf von dieser riesigen... Oh mein Gott. Ich habe einen riesigen Berg gekauft. Und jetzt habe ich eine Statue auf den Berg gekauft. Und jetzt habe ich einen riesigen Kürbis auf den Berg gekauft. Und jetzt kann ich das Kürbismonster freilassen. Alter. Junge, Junge, ey. Das sieht schon gruselig aus. Oh, jetzt kann ich hier noch mehr Arbeiter einstellen. Die Hexe. Ach, schon cool. Ein Upgrader. Ah? Dann einen riesigen Magier. Ein Upgrader. Alter. Kann ich... Eine Hexe. Ich steck in der Magie fest. Steckst du in der Magie fest? Alter, da brennt alles. Steckst du da im Blauen fest? Ja. Upgrader. Dann hier nochmal ein Mage und dann nochmal ein Upgrader. Lol. Dann kaufe ich nochmal ein Mage und nochmal ein Upgrader. Roman. Und nochmal ein Lava-Golem. Ja. Alter, was ist das? Ich hab irgendwas Komisches jetzt. Ich bin, glaube ich, verhext worden oder sowas. Echt jetzt? Komm her. Hat komm sich her. Dein Bildschirm verändert? Nein, nein. Guck mal. Zeig mal. Oh, was? Lars, du kannst dich ja anzünden. Hey, wie machst du das? Warte mal, ich kaufe hier mal noch die anderen alle frei, damit die hier alle arbeiten. Wir brauchen nämlich mehr Geld. Alter, ich habe noch einen größeren... Ich habe jetzt den Geisterking freigeschaltet. So, die arbeiten jetzt alle. Oh mein Gott. Wie, Lars, wie viel Geld haben wir? Ich brenne! Lars, wie hast du das bekommen? Keine Ahnung, ich bin hier aus Versehen in dieses Ding gefallen und auf einmal hatte ich das. Alter, guck mal, hier ist eine riesige... Alter! Ah! Alter, was? Das ist ja ultra cool. Ich kann aber nur rückwärts damit fliegen, guck. Nur rückwärts? Ah! Alter! Was? Das sieht voll krass aus. Okay, jetzt haben wir hier 36.000. Das Geld kommt jetzt viel, 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 viel schneller rein. Und ich gucke jetzt gerade, wo ich noch einen Knopf drücken kann. Aber ich glaube, das war sogar... Alter, du hast mich getötet! Was? Ja, mit der Feuerflamme. Ich glaube, die Feuerflamme ist sogar das Ding, die Belohnung für denjenigen, der das ganze Ding eigentlich aufgebaut hat. Und nicht für den Mitarbeiter. Der Mitarbeiter hat's geschafft. Du bist Mitarbeiter des Monats. Ich hab dich degradiert. Nice, nice. Okay, Leute, das ist es, glaube ich. Also, wenn ich jetzt ganz rauszoome, das sieht wunderbar und wunderschön aus. Ich glaube, da haben wir jetzt tatsächlich alles freigeschaltet. Wir haben jeden einzelnen Knopf gedrückt und dieser Tycoon sieht super schön aus. Also, derjenige, der das gemacht hat, wow, Respekt. Das sieht echt cool aus. Wir haben hier auch Haustiere und einen Riesenzombie. Warte mal, es gibt noch eine Sache, die ich nicht freigeschaltet habe. Ey, wir haben sogar hier einen Holzfäller, einen aggressiven. Super. Ich habe nämlich in einem Haus noch nicht diese größte Statue freigeschaltet. Da muss ich kurz mal gucken. Das war nicht hier drin. Im zweiten Raum war das, glaube ich, auch nicht drin. Aber das ist, glaube ich, das Letzte, was wir freischalten können, weil das ist richtig teuer gewesen. Beim Magier im Zuhause nämlich. Und zwar war dann nämlich auch ein Knopf, der noch übrig geblieben ist. Und zwar die Super Statue Level 4 und die Finish Super Statue. So, wo ist die? Wo ist die Super Statue? Ach so, das ist die Dingsstatue, diese Steinstatue da ganz hinten mit der Axt in der Hand. Die ist jetzt komplett fertig. Ja, stimmt, die hat jetzt einen Kopf und sowas, ne? Die hat jetzt einen Kopf und tatsächlich ist das jetzt unsere gesamte Produktionsstätte. Oh, mit Aliens und Zauberern und allem drum und dran. Wir haben echt alles freigeschaltet, was man freischalten kann. Okay, ich glaube, bis dahin dürfte es dann wahrscheinlich gewesen sein. Wir haben hier nochmal 45.000, das Geld trudelt jetzt nur so rein und wir sind fertig. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn Lars mal wieder blau brennt und haut rein, Leute. Nicht vergessen, den Kopf zu drehen. Wuhu!